Ich hoffe, ihr konntet die Zeit überleben und überbrücken bis zur nächsten Folge. Und ich heiße euch damit auch wieder herzlich willkommen. Ich glaube, ich werde jetzt mal kurz diese... war das? Achso, eine Wurzel. Ihr blöden Eidechsen und Schlangen. Hört auf, Geräusche zu machen und Lebensleisten zu haben. Zu dem lieben Orksöldner gehen, sagen, ey, verpiss dich, sonst gibt's keine Kohle mehr. Dann zu den Rebellos. Oh, komm, ich komm doch da hoch, oder? Nee, ich lauf raus. Sagen, dass der weg ist. Warte mal. Und dann ist das schon mal erledigt. Marek hat deinen Sold gekürzt. Ich wusste, dass du mich verpfeifen würdest, du Drecksack. Das merke ich mir. Also arbeitest du jetzt wieder, oder was? Reg dich ab. Ich gehe ja schon, du Spinner. Also, wenn du es doch wusstest, wieso hast du es dann drauf ankommen lassen und bist nicht einfach zurückgegangen, hm? Tut da etwa jemand flunkern? Euer Treffpunkt ist sauber. Du bist gut, Mann. Jetzt ist die Situation nicht mehr ganz so aussichtslos. Was ist jetzt mit eurem Kontaktmann in Montera? Wer es genau ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er uns ein Zeichen schicken wollte, wenn es soweit ist, loszuschlagen. Seitdem warten wir hier wie die Idioten. Verstehe. Das war nicht sonderlich hilfreich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich für alle die Quest machen muss. Also für alle Lager, die es halt außerhalb gibt von den Rebellen. Um quasi so Puzzleteil für Puzzleteil zusammen zu klauben, um dann herauszufinden, wer der Spitzel ist. Oder ob es halt ein spezieller von den Lagern ist. Hier oben ist schon wieder nichts, ne? Ich sollte hier schon wieder mal nicht sein. Hm, stimmt, ich habe vergessen. Offscreen nachzugucken. Wegen dem Hügel da hinten zum Runterspringen. Muss ich noch machen. Milchkuh, Schwein. Elite-Söldner. Dennis. Dennis, was geht? Wie sieht's aus, Arena-Champion? Oh, hast du schon von mir gehört, ja? Ist das dein Hof hier? Ich bin der Boss hier, falls du das meinst. Hallo, Boss. Ich kümmere mich darum, dass der Viehhof seinen Dienst verrichtet. Dem gefällt mir das Ganze gar nicht. Bradley braucht neue Sklaven. Alles klar, nimm dir mit, was da ist. Sag Bradley, er soll die Sklaven nicht so schinden. Ich kann seine Leute kaum noch gebrauchen hier auf dem Hof. Der redet über die Sklaven, als würde ich Tomaten holen. Ich suche Arbeit. Fein, da habe ich was für dich. Meine Männer sind scheinbar zu dämlich dazu. In letzter Zeit treibt sich ein Rudel streunender Wölfe hier herum. Ah, nachts das war, schleichen das sie in der sich Höhle. An den Hof heran und fressen uns die Tiere die unterm Hintern weg. Ich werde dir einiges dafür bezahlen, wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden. So, was ist denn einiges? Die streunenden Wölfe sind ausgerottet. Du meinst, ich kann mich jetzt wieder entspannen? So sieht's aus. Ach so, das kannst du, weiß ich nicht. Das ist sehr beruhigend. Gut gemacht. Hier hast du deinen Lohn. Wie damals in der Schule. Herr Lehrer, kann ich auf die Toilette gehen? Ob du es kannst, weiß ich nicht, aber du kannst es hier machen. Du solltest jetzt gehen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ach, Oskar war ja der, den ich hergeschickt habe. Trotzdem gefällt mir. Ich äume. Oh, Milchfässer, stimmt. 5 Stück waren's, ne? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Da sind noch 2. Ich weiß, Mann, ich weiß. Du schleichst herum wie ein Dieb. Ich will das gar nicht hören. Einige Probleme erledigen sich von Calvin und Leon, dann nehme ich wahrscheinlich euch mit, ja? Mir doch egal sein. Ich würde das gar nicht beachten. Allerdings brauche ich noch 2 Milchfässer. Das hat uns gerade noch gefehlt. Scheiße. Das Einsammeln. Da haben Sie ein mächtiges Problem. Er setzt jetzt das gerade ganz oft mit dem Bildschirm. Das Endfall ist auch das vorbei. Dass er schwarz wird. Wo sind denn die letzten 2 Milchfässer? Das gibt doch nur wieder Ärger. Ich glaub dir kein Wort. Und es würde eigentlich passen, wenn sie. Ich wollte gerade sagen, würde eigentlich passen, wenn sie hier sind. Und das sind sie ja.
Ende werden sie dich dazu zwingen. So, nehme ich euch beide mit oder nur einen? Du kommst doch nicht, um mich wieder in die Stadt zu schicken, oder? Vergiss es. Ich bleibe auf dem Hof hier. Die Arbeit hier auf dem Hof ist recht angenehm. Vor allem, wenn ich an die armen Schweine bei den Ausgrabungen denke. Du wirst bei den Ausgrabungen in der Stadt gebraucht. Ach, kein Mist, ich kann nicht. Weißt du eigentlich, was das für ein Höllenjob ist bei den Ausgrabungen? Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht schicken sollte. Ich könnte dir verraten, wo du einen Schatz findest. Wo ist dieser Schatz? Nee, so einfach geht das nicht. Wer sagt mir denn, dass du mich nicht trotzdem in die Stadt schickst, wenn ich es dir verrate? Okay, was willst du? Ich will, dass du zu Dennis gehst und ihm sagst, dass ich hier bleiben soll. Dann werde ich dir verraten, wo es was zu holen gibt. Ich rede mit Dennis. In Ordnung, ich warte. Das ist ja mal wieder typisch. Der letzte Scheiß. Ich werde den Sklaven Calvin hier auf dem Hof lassen. Von mir aus. Das ist dem eigentlich scheißegal. Ich glaube, es wäre ihm jetzt auch genauso egal, wenn ich ihn einfach mitnehme. Ich weiß, Mann, ich weiß. Ich war bei Dennis. Jetzt zufrieden? Sehr schön. Also hör gut zu. Der Söldner Ashton lässt die anderen Söldner in seiner Arena in Montera kämpfen. Jeder weiß, dass dort um Gold gekämpft wird. Ashton muss das Gold, was er dort erwirtschaftet, bei seinem Anführer abgeben. Ich weiß aber, dass er den größten Teil in seine eigene Tasche wirtschaftet. Damit man ihm nichts nachweisen kann, versteckt er sein Gold unter einem Busch hinter der Arena. Woher weißt du von der Sache mit Ashton? Musste mal seine Bude putzen. Da habe ich ihn beobachtet, wie er sein Gold versteckt hat. Du gehst trotzdem in den Tempel. So, Kollege. Du gehst jetzt trotzdem wieder im Tempel arbeiten. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich fürchte doch. Du bist ein Dreckskerl, weißt du das? Ja. Du solltest jetzt gehen. Okay. Du arbeitest ab jetzt wieder in der Stadt. Bitte nicht! Die Schinderei bei den Ausgrabungen halte ich nicht mehr aus. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Na gut. Was hast du anzubieten? Ich könnte dir was verraten, was dir in der Hierarchie der Söldner weiterhelfen wird. Das ist ein Mondwende. Okay, sag mir, was du hast. Also, hör zu. Dennis hat einige seiner Leute kürzlich zum Kornhof geschickt, um da mal ein wenig Stunk zu machen. Keine Ahnung, was sie dort angestellt haben, aber ich schätze, es war irgendeine Sauerei. Wie? Das war's jetzt? Tut mir leid, mehr weiß ich nicht. Ich würde das gar nicht beachten. Also er tut mir mehr leid als er. Deswegen kannst du auf dem Hof bleiben. Du kannst hier auf dem Hof bleiben. Tausend Dank. Ich werde dir das nie vergessen. Ja, schon gut. Der da war frech. Der hat im Endeffekt die anderen ausgelacht. So von wegen, haha, die armen Schweine. Und der Leon tut mir leid, Tan. Der darf bleiben. Ich bin ja kein Unmensch. Ich denke, aber ich gehe jetzt nicht gleich wieder zurück. Sondern, ich gehe erstmal hier hinunter, da ist nämlich das nächste Lager von den Rebellen. Auch sehr unauffällig. Erkennt man vom Bauernhof definitiv nicht. Mason. Du gehörst nicht zufälligerweise zu den Söldnern, oder? Wie bitte? Wahrscheinlich nicht, sonst hättest du mich doch bestimmt schon getötet, oder? Wer bist du? Ich bin Mason. Ich bin Rebell. Ich hab mit meinen Leuten den Viehhof umzingelt. Wir warten nur noch auf das Zeichen, um loszuschlagen. Du bist nicht ganz fit im Kopf, oder? Ich sehe schon, du glaubst mir nicht. Wart's nur ab. Wenn wir erstmal das Vieh getötet haben, schauen die Söldner ganz schön blöd aus der Wäsche. Welches Vieh willst du töten? Na, die fetten Kühe auf dem Viehhof. Wenn die Söldner nichts mehr zu beißen haben, werden sie sicher schnell aufgeben. Verstehe. Wer wird euch das Zeichen geben, um loszuschlagen? Wir haben einen Spitzel in Montera eingeschleust. Er wird uns benachrichtigen, wenn der Moment gekommen ist, Montera einzunehmen. Du hast eine Vollmeise, weißt du das? Wenn du glaubst, dass es eine leichte Sache ist, die Kühe zu töten, dann bist du schiefgewickelt. Die Mistkerle passen auf die Biester auf, wie auf ihren Goldbeutel. Naja, wir werden sehen. Was ist mit den Schweinen?
Die sind nicht so wichtig. Die geben ja keine Milch. Verstehe. Wer ist euer Spitzel? Dieses Verstehe kann sehr viel aussagen. Ich weiß doch gar nicht, ob ich dir vertrauen kann. Aber ich hab da eine Idee. Du hilfst uns bei der Sache mit den Kühen und ich sage dir, wie du Kontakt zu unserem Spitzel aufnimmst. Ich kümmere mich um die Kühe auf dem Viehhof. Was? Wirklich? Das wäre fantastisch. Fantastisch. Die Söldner werden bald aufgeben, wenn die Rinder tot sind. Wir werden sehen. Was haben wir denn hier? Ich glaube, die 10 Lernpunkte... Oh Gott, wie sonst? Die 10 Lernpunkte, die ich bekommen habe, werde ich jetzt in Armbrust reinpumpen. Ah, das ist ein Ripper. Okay. Macht echt gut Damage. Ich glaube, Gothic 3 wäre auch so ein Spiel, das wäre mit dem Controller besser zu spielen. Dadurch, dass Gothic 1... ja jetzt für die Switch rausgekommen ist und der 2 ja auch angekündigt wurde, hoffe ich, dass dieser Patch, den es dafür gab, dass der tatsächlich auch für den PC rauskommt. Das wäre mega geil, weil dann hätte man auf dem PC richtigen Controller-Support. Also nicht nur irgendwie was eingefügt ist oder per Mod oder was weiß ich, sondern wirklich offiziell unterstützte Controller-Unterstützung. Zumal es was mega Cooles gibt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. In der Switch-Version ist es so, dass man 2 Waffen gleichzeitig ausgerüstet haben kann. Also beispielsweise, dass man eine Zweihandwaffe auf dem Rücken hat, aber gerade eine Einhandwaffe in der Hand oder sowas. Also ähnlich wie die Armbrust. Nur, dass das halt noch zusätzlich ist, die Zweihandwaffe. Das ist mega cool. Ich liebe sowas. In Dark Souls habe ich auch immer eine zweite Waffe angelegt, wenn ich mit dem Zweihänder gespielt habe. Einfach nur, damit ich noch eine zusätzliche Waffe geholstert habe, weil das... Ich finde, das sieht cool aus. So à la Geralt. Die Hasen darf ich hier umklatschen, oder? Ich meine, die können doch niemandem. Die haben keine Zugehörigkeit. Blöde Schlange. Das ist der Kornhof hier rechts. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Hier gibt es auch eine sehr, sehr lustige Quest. Ich denke, die werde ich machen, einfach nur, weil sie lustig ist. Auch wenn sie nicht passt. Ja, wobei, stimmt nicht ganz. Es ist ja so Double Agent-mäßig. Du solltest meinen Rat annehmen. Ihr werdet dann sehen, welche ich meine. Ich sag da jetzt nicht mehr dazu. Für den Fall, dass es manche vielleicht nicht kennen. Was ist los? Bist du auch mit der Bezahlung unzufrieden? Ja, geh wieder an die Arbeit! Nicht in diesem Ton, Würschchen. Nur so. Noch ein Anwärter auf meinen Posten, was? Das können wir gerne bei einer kleinen Runde Klingenkreuzen ausdiskutieren. Ich mach dich fertig. Okay. Leute, es gibt einen Kampf! Ist ja in Ordnung. Hast du auch mal einen schweren? Ah, jetzt. Wenn dann immer die Klingen aufeinander prallen. Das gibt's doch gar nicht! 100 Erfahrung nur. Das ist ja ganz besonders. Okay, ich brauche 15 von diesen Weizensäcken. 1, 2. Möglich ist das. Das hat uns gerade noch gefehlt. 3, 4. Schleichst herum wie ein Dieb.
Hey du, fünf, was schleichst du hier rum? 7, 8, 9. Immer auf die Kleinen. Hey du, was schleichst immer auf die Kleinen. Du bist genauso groß wie alle anderen hier. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Da kann man hochspringen. Ob das das bringt, weiß ich nicht. Oh, ein Bubatz. Hier kifft also jemand regelmäßig, ja? Ich hoffe mal, das darf ich looten. Wo sind denn die letzten Kornsäcke? Das ging besser aus, als ich gedacht hätte im ersten Moment. Also 9 Stück habe ich jetzt. Der letzte Scheiß. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ist doch dein Ernst? Verschwinde endlich! Ich habe Besseres zu tun, als mich mit Wegelagerern zu schlagen. Entspann dich. Ich will für dich arbeiten. Ach was? So einen Störenfried kann ich hier nicht gebrauchen. Ich habe Besseres zu tun, als auf jemanden wie dich zu achten. Wenn ich nicht aufpasse, hauen die Sklaven ab. Und die Jungs liegen faul in der Gegend herum. Sklaven fliehen von deinem Hof? Ja, verdammt! Musst ja nicht noch in meiner Wunde herumbohren. Ich hab nur gefragt. Nicht genug, dass mir Marek im Nacken sitzt. Jetzt machen sich meine eigenen Männer schon über mich lustig. Frag dich mal, warum. Du solltest deinen Jungs mal ein wenig Dampf unterm Arsch machen. Toller Vorschlag. Das Einzige, was die noch motiviert, ist Alkohol. Irgendwann werden wir von Korndieben erdolcht oder von Untoten aus der Burg im Osten überrannt. Was ist mit den Rebellen? Die Königstreuen verdrücken sich in die Berge oder lungern um Montera herum. Die Rebellen sind keine ernsthafte Bedrohung. Die Korndiebe im Norden machen mir mehr Kopfzerbrechen. Sie kommen nachts und klauen uns die Weizensäcke unterm Arsch weg. Ich warte förmlich darauf, mit zerschnittener Kehle aufzuwachen, während meine eigenen Leute besoffen im Heu liegen. Eine strahlende Erzähl Zukunft mir was also. Über Marek. Er ist Orksöldner, genau wie ich. Marek ist unser Anführer hier in Montera. Er kümmert sich darum, dass hier nicht jeder tut, was er will. Möchte gern wissen, wie er das anstellt. Ich komme ja nicht mal mit den paar Leuten auf dem Hof hier klar. Ich denk darüber nach. Hast du gerade Untote gesagt? Wenn du dem Weg da nach Osten folgst, kommst du zur alten Festung der Paladine. Sie ist zwar nur noch eine Ruine, aber bewohnt ist sie immer noch. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich du wäre, würde ich nicht zu nah an die Burg herangehen. Ich denke, du wirst meine Hilfe brauchen. Ach, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich werde es bereuen. Zeig mir erst mal, was du kannst. Dann werde ich nochmal darüber nachdenken. Dennis hat euch die Heuballen angesteckt. Ich werde mich um die Korndiebe Dennis hat euch die Heuballen angesteckt. Ja, ich weiß. Das Schwein macht sich auch über mich lustig. Soll er ruhig. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich werde mich um die Korndiebe kümmern. Du willst bewerkstelligen, was meine Leute in Wochen nicht geschafft haben? Ta! Nur zu. Das will ich sehen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich muss mir jetzt aber erstmal was hinter die Birne kippen. Sonst kann ich nicht richtig arbeiten. Ja, hier ist tatsächlich Gotha in der Nähe. Eine alte Paladinburg. Der es nicht sehr gut ergangen ist. Da werden wir auch noch hingehen. Und einen alten Bekannten treffen. Da! Ah. Da! Ah. Das ist gerade der schwerste Kampf meines Lebens. I'm out of that shit. Da! Das kann da
sein, dass ich... dass es manchmal irgendwie gegen zwei, drei echt gut klappt oder meinetwegen auch mehr oder die meiste Zeit auch gegen einen. Aber dann gibt's diesen einen ganz besonderen Gegner. Der eine, der auserwählt wurde, mich zu fällen, mich zu töten. Und da ich einfach keine Chance habe. Dieses Wildschwein war auf einer Mission. Und es hätte diese Mission beinahe erfüllt. Ja, war bestimmt knapp. Nicht. Okay, ernsthaft? Cooles Tag-Team. Da haben sie einfach den Quadruple Snapper Attack gemacht. Dann nochmal. Diesmal mit einem Sieg. Leggy, leck, 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 leck. Boah. Eigentlich doch den Höhenvorteil hätte ich treffen müssen. Wo ist euer Freund? Ihr wart eigentlich zu dritt. Hat er euch verraten? Oh, okay, ihr seid sogar noch mehr. Der hat sich wegbewegt. Sonst hätte ich ihn getroffen. Ganz bestimmt. Nee. Das war Kacke. Das auch. Ich sehe halt aber auch... Na, jetzt hin. Hallo! Oh. Da! 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 Mhm. Nicht meine beste Idee. Oh Gott, oh Gott. Go away. Na, was machst du jetzt, hä? Das wird ein Fehler sein. Papapam! 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 Oh Gott. Klingenbolzen. Ah, ich schieße schon mit der besseren Munition, weil ich keine schlechte mehr habe. Okay, na gut. So, wo sind die Snapper-Leichen? Eine Schwertetruhe, das ist sehr gut. Ein Assassinenschwert, das ist heftiger Loot. Dann habe ich wieder eine Waffe zum Vergiften. Das ist richtig geiler Loot tatsächlich. Bringt mir jetzt zwar nicht so viel, ich bräuchte eine Zweihandwaffe, aber es ist trotzdem nice. Ich mach dich fertig! Ach ja, dann komm doch her. Bleib stehen! Da! Da! Oh! Ich glaube, er macht mich wirklich fertig. Ah! Ah! Oh!
bringen mehr Ausdauer. Das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, aber es ist auch wahr. Fällt mir nicht, das sind zu viele. Boah. Na gut. Wie mache ich das denn jetzt am schlauesten? Das sind nämlich einfach zu viele, dass ich die einfach facen kann. Ich kriege auch wirklich viel Schaden. Beziehungsweise alternativ habe ich auch einfach wirklich wenig Leben. Eigentlich ist es der beste Plan, langsam gegen sie vorzugehen. Das wäre vermutlich wirklich das Beste. Wenn es mehrere sind, dann greifen die in so einem Intervall an. Das Dumme ist, du wirst halt sofort von allem gestaggert. Selbst mit der Rüstung jetzt noch. Gut, die ist jetzt nicht krass, die Rüstung. Aber was besser, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht anhaben. Also ich jetzt in dieser Lage. Mein Gott. Kommen immer wieder alle. Na, ja, nicht. Okay. Ich hab's immer noch. Oh Mann. Manchmal ist das Kampfsystem echt frustrierend. Weil es halt einfach so garbage ist. Da würde ich lieber, falls jemand Elden Ring gespielt hat, da würde ich mich lieber eine 2 Stunden lang von Melania verprügeln lassen, als das hier. Rückwärtsgang an. Hat sich halt angehört, als wäre da neben mir was. Quasi in seine Klinge reingelaufen. Nee, ich mag jetzt nicht mehr. Mir reicht's. Ihr kriegt jetzt einen Feuerball in die Fresse. Irgendeiner von euch. Okay. Das war mein Leben beschrieben in 3 Sekunden. Fieses. Ja, genau, stich mich mit dem Stock ab. Das Fieseste ist wirklich der mit dem Schild. Nein.
Ihr müsst beide nochmal ungefähr gleichzeitig zuhauen. Bleib stehen! Okay. Schlecht. Ich bin gerade. Oh Mann. Ich bin gar nicht mal so schlecht. Vor allem ist mir gerade nicht klar, wie er mich getötet hat, weil ich hatte eigentlich geblockt. Also ich bin nicht mal vom Blocken runter. Ich habe auch nicht versucht anzugreifen. Also nur um das mal irgendwie zu verstehen. Sollte ich hier irgendwie stärker sein, als ich es jetzt gerade bin? Weil ich habe echt viele Viecher getötet und nichts ausgelassen bis hierher. Oder hätte ich hier jemanden, der mir hilft? Weil das ist gerade... ja. Besonders. Hier werde ich zeigen. Bleib stehen. Mich verprügeln einfach 10 Nico Bellix. Ist gut, oder? Ja, ich denke, ich muss hier ein bisschen cheesy arbeiten. Es geht nicht anders. Wahrscheinlich wäre ich auch schon fertig, hätte ich es von Anfang an so gemacht. Aber ich habe halt keinen Bock, jedes Mal mir 15 Minuten Zeit zu lassen, einen Gegner rauszupullen. Das 10-mal oder so. Immerhin ist das eine mit dem Schild, die sind am schlimmsten. Komm her. Sind wir allein ein kleiner Loser? Der heilt sich auch immer wieder. Oder der hat sich jetzt wer anders hingesetzt. Jetzt praktisch, wenn ich dich töte, bevor der andere überhaupt da ist. Oh, mich hat's gerade, ich glaube, 3 oder 4 Mal um die eigene Achse gewirbelt. Wieso habe ich keine Waffe in der Hand? Ich weiß jetzt an der Stelle auch gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Nee. Ich bin gar nicht. Also. Ich glaube, ihr könnt so 20 Minuten vorspulen oder so. Dann müsst ihr euch das jetzt nicht geben. Die zwei sind aber auch krass, das krasseste Tech-Team, das ich je gesehen habe.
Vor allem er. Er hat mich jetzt schon... Der da hinten rennt weg und sagt, ich soll stehen bleiben. Er hat mich jetzt schon 17 Mal umgebracht. Ich bin gar nicht so schlecht. Ich bin gleich gar nicht so schlecht. Ja, jetzt guckt sie blöd, gell? Klettern könnt ihr nämlich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele da noch drin sind, aber es dürfte jetzt schon wesentlich angenehmer sein. Der Schlag mich getroffen, wäre ich wahrscheinlich schon wieder tot. Das war der letzte. Also, ich war auf Blocken. Ich habe nicht angegriffen. Ich bin nur nach vorne und war auf Blocken. How? Ich komme auch nicht durch den Block durch, wenn ich... Ich komme mit meinem schweren Schlag auch nicht durch den Block. Also, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es bis hierher durchgehalten habt oder ob ihr euch schon bei Minute 20, wo es wahrscheinlich angefangen hat, euch dachtet, nö. Einfach nö. Ich habe jetzt auch keine Bolzen mehr. Krieg ich dich doch noch. Ich habe jetzt einfach nur die linke Maustaste gespammt, weil es mir jetzt zu blöd war. Nachdem er mich schon wieder 17 Mal getroffen hat, obwohl es nicht hätte sein sollen. Krieg ich dich doch noch. Ich muss sagen, ich hoffe, es gibt noch eine Hellebarde, die richtig viel Schaden macht. Weil auf die Reichweite von der Hellebarde habe ich Bock. Puh. Okay. 10, 11, 12,
13, 14. 15. Schön. In die Höhle gehe ich jetzt nicht rein. Ich weiß, was da drin ist, deswegen werde ich das ein andermal machen. So, höre ich hier wieder eine Eidechse oder einen Snapper? Okay, tatsächlich Snapper. Ich überlege gerade, das könnte ich jetzt eigentlich machen. Die Quest, die ich vorhin erwähnt hatte, die könnte ich jetzt eigentlich schnell machen. Und mich dann zurück teleportieren nach Montera. Da! Da! Mhm. Ich sehe den Snapper nicht, aber ich vermute mal, er kommt nicht hoch. Ja, da unten steht er. Just chillin', Bro. Möglich ist alles. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. So, deine Korndiebe sind tot. Die Korndiebe werden dir keine schlaflosen Nächte mehr bereiten. Sag bloß, du hast sie alle zum Teufel gejagt? Sie sind tot. Donnerwetter! Du hast ja richtig was drauf. Willst du nicht für mich arbeiten? Das habe ich schon getan. Ha, allerdings. Und du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Ich werde dir den Soll zahlen, den meine Leute kriegen sollten. Aber versauf nicht gleich alles. Ich find's lustig, dass er einfach sagt, ich habe ja ordentlich was drauf. Wenn er wüsste, was das, für eine Tortur war. Bring sie nach Montera. Zusammen mit den anderen hier auf dem Hof. Die Jungs warten bestimmt schon darauf. Also bisher bin ich von Zweihand nicht so beeindruckt. Am Anfang schon, aber mittlerweile eher so... Bei zwei Einhänder ist halt die Reichweite auch richtig, richtig nice. Was seid ihr denn? Eine Ork-Patrouille, oder? Mach hier keinen Ärger, klar. Psst. Hey du. Du siehst anders aus als die anderen hier. Du arbeitest nicht für die Ork-Söldner, oder? Ich bin kein Ork-Söldner. Dann bist du vielleicht der, den ich suche. Der Auserwählte. Du gehörst zu den Sklaven, oder? Bedauerlicherweise. Das war nicht immer so. Doch heute kann man es sich halt nicht aussuchen. Wen suchst du? Ich muss unbedingt hier raus. Doch die Söldner überwachen jeden meiner Schritte. Ich brauche einen starken Mann, der sie ablenkt, während ich mich aus dem Staub mache. Ganz schön mutig, mir sowas zu erzählen. Ach, was habe ich schon zu verlieren? Entweder du hilfst mir jetzt, oder ich bin geliefert. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich kann dich hier ausliefern. Ich muss nach Okara, und zwar so schnell wie es geht. Die Rebellen warten dort schon auf mich. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie. Was ist das für eine Nachricht für die Rebellen? Vergiss es. Es war schon leichtsinnig genug, dir überhaupt davon zu erzählen. In Ordnung. Ich hole dich hier raus. Wie willst du das anstellen? Hör bloß auf mit der Lauf los, ich folge dir. Was, jetzt? Ja, verdammt, lauf. Miau. Juckt doch keinen hier. Man wird auch nicht darauf angesprochen, dass man einfach mit dem Typ jetzt abhaut. Ich meine, gesehen hat man es ja an sich, ne? Es ist jetzt nicht so, als wären wir bei Nacht und Nebel verschwunden. Ups. Hatte ich diesen Mini-Stonehenge hier gelootet? Anscheinend. Verdammte Scheiße, was war das denn für ein toller Plan? Lauf los, sagt er, und ich Idiot, mach das auch noch. Hat doch geklappt. Du bist doch völlig wahnsinnig. Schluss jetzt, du wolltest nach Okara, oder? Die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen. Du Spinner, ich fass es nicht. Schluss jetzt, du wolltest nach Okara, oder? Ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher. Ich begleite dich nach Okara. Lauf.
Was, jetzt? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lauf schon, du Idiot. Bester Dialog ever. Als ich den das erste Mal gehört habe, ich hab's so abgefeiert. Weil das war halt im Endeffekt dasselbe wie vorher. Lauf, ich folge dir. Was? Jetzt? Klar, dass der Held dann sagt, willst du mich verarschen? Ist hier überhaupt unterwegs irgendwas, das man, gegen das man kämpft? Oh, theoretisch laufen wir hier in die Snapper rein, oder? Nein? Warte mal. Noch eine schöne Fleischkeule reinpfeffern. Das sind zumindest mal Scavenger. Die gegen irgendwas kämpfen, ich weiß es nicht, aber... Das lasse ich sie jetzt einfach mal tun. Oh, Wölfe. Und zwar nicht wenige. Das ist nicht gut. Ganz wie du. Hast du überhaupt eine Ahnung, was du hier angerichtet hast? Nicht gut, dass der einfach in alle Wölfe reinrennt. Würde mal gerne wissen, was sie da an der KI verhunzt haben, dass die ja wirklich gar nicht auf außenstehende Dinge reagiert. Ich meine, der läuft in Wölfe rein und die ignoriert die so lange, bis einer der Wölfe sich denkt, den klatsch ich weg. Schon wieder eins von denen. Gut gemacht! No, und da war wieder die Steuerung. Kann ich direkt laden. Da hat wieder die Steuerung gespackt und nicht reagiert. Ihr könnt mal auf der Ausdauer gucken, unten rechts. Ich glaube, die zieht es trotzdem ab, obwohl der Held nichts macht. Die war nämlich instant aus, die Leiste. Ohne, dass ich irgendwas gemacht habe. Stand ja nur da. Aber den ersten Wolf so wegklatschen wie eben... Sehr gut, wenn das nochmal funktioniert. Die Biester lernen es nicht. Gut gemacht. Konnte mich wieder nicht bewegen. Schon wieder eins von den Viechern. Gut gemacht! Die Viecher. Ja, und mit ich hasse die Viecher melde ich mich zurück. Ich weiß nicht, ab wann ich es weggeschnitten habe, aber ich habe 743.000 Versuche gebraucht. Weswegen ich das jetzt nicht... Nee. Mm-mm. Also ich habe jetzt wirklich... Ich glaube, auch hier eine Viertelstunde gekämpft. Ich weiß nicht, ab wann ich es wegschneide. Deswegen mache ich die Folge jetzt auch ein bisschen länger, aber das ist ganz fürchterlich gewesen gerade. Ihr habt es schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich das weggeschnitten habe. Ich brauche nach der Folge hier erstmal eine kleine Auszeit von diesem Kampfsystem. Oh Gott, es geht direkt weiter. Love it. Schon wieder eins von den Ganz wie du willst. Gut gemacht! Oh.
Das war's für dich, Mistvieh. So, auch das wurde wieder zurechtgeschnitten. Auch wenn ich jetzt hier tatsächlich nicht so viele Versuche gebraucht habe, vielleicht, keine Ahnung. 5 oder 6. Puh. Ich glaube, ich bring dich um, wenn ich dich da abgeliefert habe. Ich glaube, ich bring dich um. Dass du mich in diese Hölle gebracht hast. Ich werde dich umbringen. Du hast mich in diese Hölle gebracht. Ich komme da gleich nochmal 700 Wölfe, deswegen esse ich jetzt gleich was. Ich glaube, ich sollte auch kurz nach Okara rein. Da ist irgendwo einen Teleportstein. Dann habe ich den auch gleich. Dann muss ich nicht diesen Weg laufen nochmal. Weil das jetzt auch nicht schlimm wäre. Das ist eine schwere Truhe. Ja. Okay, ein heftiger Bogen. Kann ich zwar nicht verwenden, aber heftig, heftig Bogen. So, da haben wir Okara. Innos sei Dank, wir haben es geschafft. Gut, dann entspann dich jetzt. Ich danke dir, Freund. Das werde ich dir niemals vergessen. Dank ist gut. Belohnung ist besser. Du kannst alles haben, was ich noch besitze. Hier, nimm alles. Das ist Okara. Ja, das ist es. Du schlägst... Das wäre jetzt natürlich, wenn er mich jetzt auch noch fertig macht. Schade, der Schlag ist nicht schnell genug. Dieser Lügner, von wegen alles. 12 Münzen und ein Reis hat er behalten. Frech. Das geht ja mal gar nicht. Gut, dass ich ihn umgebracht habe. Lügner. Hallo Jungs. Ganz gut, dass sie mich auch einfach reinlassen. Die sprechen mich nicht mal an. Ich denke darüber nach. 20, wenn er so 21 Lernpunkte. Wird das nie was. Innos. Am besten du erledigst das. Eins, zwei. Ja, bloß auf mit der und Ausdauer. Eins, zwei. So. Ah, warum nicht? Hat nicht als besonders viel so Ausdauer, aber so. Mal ein bisschen in beidem in Plus. Am besten du hältst dich da raus. Okay. Wo ist in Okara der meinen Rat annehmen? Teleportstein? Kann dir doch egal sein. Boah, da hat einer gerade richtig was weggesmackt. Ein neues Gesicht. Willkommen in Okara. Wir können hier jeden Mann gebrauchen. Ihr braucht noch Leute? Oh ja, und zwar dringend. Unser Anführer Roland hat in der letzten Zeit alles verheizt, was wir noch an Reserven hatten. Wir können hier jeden gebrauchen. Klar, warum nicht? Ich besorge euch neue Männer. Wenn du freie Männer kennst, die bereit wären, für den König zu kämpfen, dann bring sie her. Such in der Umgebung von Okara und auf den Höfen von Montera. Ich bin mir sicher, dass es einige verlorene Seelen dort draußen gibt, die hierher kommen würden. Also einer liegt oben. Du bist Schmied? Schmied, Koch, Schürfer. Und was weiß ich noch alles? Je weniger Männer wir werden, desto mehr Aufgaben muss ich übernehmen. Wo finde ich euren Anführer? Geh runter in die Mine. Er hat dort seine Höhle. Ich brauche Waffen. Ha, du stehst hier. Ich kann dir sehen. Ja, dann zeig mal. Stachelkeule, Degen, Bastardschwert. Hör bloß auf. Jo, hast du auch was Interessantes oder hast du nur Kacke?
Klar, warum nicht? Klar, warum nicht? Am besten du erledigst es selbst. Truhe. Ist das dein Ernst? Du schleichst herum wie ein Dieb! Und du laberst Scheiße wie ein Idiot. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufsammeln darf. Du dreckiger Dieb! Nein. Ihr Brot verteidigen Sie mit Ihrem Leben. Schürfen kann ich ja noch nicht, ne? Und theoretisch kann ich es schon, aber ich nehme wahrscheinlich nicht alles mit, was ich könnte. Ja gut, dass ich einfach auftauche und dann fürs Zeug wegzuschürfen. Gucken wir auch alle schon an. Was ist denn das denn, Alter? Kluges Kerlchen. Okay, das kann ich nicht verwenden. Ja, solange die da dran stehen, kann ich es nicht verwenden. Hi. Wie die mich alle angucken, als hätte ich irgendwas Kriminelles gemacht. Also, zumindest noch habe ich es nicht. Hier steht was über Alchemie. Oh, eine alte Truhe. Klammschwert rufen. Naja. War nicht sehr magisch, die Truhe. Also der Inhalt. Warum weckst du mich? Sean. Wenn du Gold und Silber hast, bring es mir. Ich mache dir einen guten Preis dafür. Wo finde ich deinen Boss? Der Paladin Roland sitzt in der Höhle da drüben. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Eisenmine hier. Nebenbei achte ich darauf, dass wir trotz der schwierigen Situation nicht verarmen. Ich nehme es den Reichen und verteile es unter den Männern hier. Plottwist, das ist einfach der Roland aus der... Verstehe, du bist ein Dieb und stehst für die Rebellen. Vor dem Krieg war ich ein einfacher Bauer in Geldern. Heute sammle ich Artefakte. Tja, im Krieg ändert sich so manches. Tja. Was gibt's in Geldern zu holen? War lange nicht mehr dort. Dort liegen aber bestimmt noch ein paar hübsche Artefakte. Angeblich haben sie in Geldern sogar den Helm des ersten Paladins. Nein. Wirklich? Erzähl mir mehr über Artefakte. Die Relikte des alten Volkes sind in diesen Tagen mächtig an Wert gestiegen. Einige davon sollen sogar magische Fähigkeiten besitzen. Am wertvollsten scheinen die göttlichen Artefakte zu sein. Der letzte Spähtrupp aus Montera soll eines dieser Dinger gefunden haben. Wo ist dieses göttliche Artefakt jetzt? Roland hat einen Spähtrupp nach Gotha entsandt. Die hatten es dabei. Der Anführer der Truppe meinte, es würde ihnen im Kampf helfen. Frag Roland. Er kann dir mehr darüber sagen. Ich glaube, denen ist es aber nicht gut ergangen. Dreckiger Dieb, dir... Der hat schon ausgeholt. Der wollte wie mit Baseballschläger mich wegfetzen. Die Bolzen nehme ich mal mit, weil ich habe keine mehr. Wo kriege ich denn hier einen Teleportstein her? Wo war denn der? Oder kriege ich den von dir, maybe? Oh, eine schwere Truhe. Das ist ja außerordentlich interessant. Ich hörte davon, dass ein neuer Mann unser Lager betreten hat. Man sagt, er sei vielversprechend. Sie haben nicht übertrieben. Machst du mich gerade an? Du hast dir das Sagen? Ich halte Okara so gut zusammen, wie ich kann. Es ist höllisch. Zumal wir schon mehr als die Hälfte unserer Männer verloren haben. Du bist ein ehemaliger Paladin? Ja, ich war ein Krieger des Königs, wie alle meine Waffengefährten in Gotha. Unsere Überheblichkeit war so groß wie die schmähliche Niederlage gegen die Orks. Trotzdem trage ich meine Rüstung immer noch mit Stolz. Die Rüstung sieht schon geil aus, in der, also mit der Textur-Mod. Was ist dein Plan? Wir brauchen Kontakt zum König. Wie man das nennen soll. Um den Orks nicht in die Hände zu fallen, hat er sich in der Burg der Hauptstadt Vengard verschanzt. Ich weiß nicht, was Roba vorhat. Wir brauchen einen Teleportstein aus Gotha, um es herauszufinden. Der Stein führt direkt in die Hauptstadt des Königs. Erzähl mir mehr über Gotha.
Gotha liegt im Osten, zwischen Faring und Montera. Einst war sie der Hauptsitz der Paladine des Landes, bis sie von den Orks überrannt wurde. Heute wandelt der Tod durch die Straßen von Gotha. Die Schamanen der Orks haben die Stadt mit einem schrecklichen Fluch belegt. Was ist mit deinen Männern passiert? Montera hat uns aufgerieben. Seit der Belagerung der Orks erkunden wir die Stadt. Die Orks haben bislang fast jeden unserer Vorposten entdeckt und vernichtet. Den Rest der Männer, die ich entbehren konnte, habe ich entsandt, um einen Weg zur Hauptstadt Vengar zu finden. Warum habt ihr Montera nie angegriffen? Ich fürchte, wir haben einfach zu lange auf den richtigen Moment gewartet. Wo sind deine Leute, die einen Weg zur Hauptstadt Vengar suchen, jetzt? Ich habe sie nach Gotha geschickt. Ich glaube, das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Das kenne ich. Was für ein Fluch lastet auf Gotha? Die Schlacht um Gotha verlief anfänglich zu unseren Gunsten, bis die Ork-Schamanen diesen elenden Dämon beschworen. Dieser Ausgeburt der Hölle fegte durch die Straßen von Gotha. Jeden aufrechten Mann verwandelte diese Scheusal in eine seelenlose Kreatur. Es war, als bräche die Hölle über uns herein. Uns blieb nur noch die Flucht. Gotha ist für uns verloren. Für immer. Ich kümmere mich um Gotha. Sei nicht töricht. Der Dämon ist sicher immer noch da. Komm ihm besser nicht zu nah. Lass uns Montera erobern. Ja, einen Frontalangriff werden wir nicht überleben, mein Freund. Mit den paar Leuten kommen wir nicht mal durch den äußeren Ring der Stadt. Du musst einen anderen Weg finden, die Orks aus Montera zu vertreiben. Schnapp dir einen Rudel Wölfe, die machen alle platt. Zeig mir deine Ware. Könnte ich jetzt den Helm kaufen, aber ich finde ihn so hässlich, ich mag den nicht anhaben. Wo ist denn der Portstein hier? Oder bin ich blöd? Ich würde jetzt nämlich ganz gern den haben, bevor ich mich wegteleportiere. Warum weckst du mich? Du hast den nicht angeboten, ne? Ich bin nicht blind, nein. Ich hätte eigentlich erwartet, dass der in dieser Magierbehausung drin ist. Hätte gepasst. Kann natürlich sein. Da war es nicht drin. Dass ich erst eine Quest machen muss. Und dass mir den halt jemand gibt. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Naja, Mann, nur. Beobacht du mich, solange du willst. Alchemy-Tasch. Ich mach's mit Heilpflanzen. So, dann habe ich mal wieder ein paar Heiltränke. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Die kann ich im Kampf besser gebrauchen. Also hier oben war er auch nicht, oder? Nochmal gucken. Ganz genau. Nee, aber hier gibt's lecker Brot. Du hast das auch nicht verkauft? Hör bloß auf mit der Scheiße. Nein. Ja, dann maybe bekomme ich das Ding erst noch. Was, wenn das so einfach wäre? Nächste Level-Up dauert leider noch ein bisschen. Dass das Ding vor Okara liegt, kann nicht sein, oder? Ich meine, das würde herzlich wenig Sinn machen. Oder es ist direkt am Eingang. Habt ihr hier irgendwo was gesehen? Oh, wow, da drüben. Montera, da. Bye. Am besten, du erledigst das selbst. Als erstes mache ich mal das hier.
Der Sklave Kelvin arbeitet wieder im Tempel. Gute Arbeit. Hier hast du ein paar Münzen. Und es kommt noch schlimmer. Was hältst du von Marek? Tja, weiß nicht. Hab nicht allzu viel mit ihm zu tun. Ich denke, er macht seinen Job ganz gut. Dennis meint, du sollst die Sklaven nicht so hart rannehmen. Der Klugscheißer. Dann soll er den Job mal machen hier. Egal, ich danke dir. Hier hast du deinen Lohn. Danke. Was kann denn schon groß passieren? Als wenn das so einfach wäre. Für dich habe ich auch Zeug. Hier sind deine Milchfässer. Du bist echt gut. Ich weiß. Na dann, hier ist dein Lohn. Hier sind deine Weizensäcke. Na endlich. Hier hast du etwas Gold für deinen Dienst. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Hab gehört, du hast Ashton im Kampf besiegt. Alle Achtung, da kannst du stolz drauf sein. Danke, Papst. Wegen der Söldner. Dennis liefert sich mit dem Kornhof einen kleinen Krieg. Dieser Idiot. Ich werde da mal rausgehen müssen, um den Blödsinn zu beenden. Danke für die Information. Fedor hält dich für einen Schwächling. Er sagt, er würde dich in der Arena locker besiegen. Alles klar. Ich hab mir sowas schon gedacht. Wird bald wieder Zeit, dass ich den Jungs in der Arena zeige, wer der Boss ist. Elba hat massive Probleme, seine Leute auf dem Kornhof anzuführen. Du meinst, ich sollte ihn auswechseln? Das hast du gesagt. Richtig. Okay, ich werde darüber nachdenken. Gute Arbeit. Weiter so. Der Gladiator Dan ist sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Das glaube ich gerne. Ich habe ihm ja auch einen Sklaven geschenkt. Naja, hier ist dein Sold. Der Gladiator Goose scheint loyal zu sein. Ja, Goose ist ein guter Mann. Ashton unterschlägt dir Gold für die Arena-Wettkämpfe. Tatsächlich? Woher willst du das wissen? Ich brauche Beweise. Ist das dein Ernst? Das hier habe ich in Ashtons Versteck hinter der Arena gefunden. So ein Dreck. Da hast du wohl doch recht gehabt. Der Hund sackt sich das Gold scheffelweise ein. Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit dem Kerl reden. Sehr gute Arbeit. Hier dein Sold. Bradley nimmt die Sklaven aus. Ich weiß. Die Sklaven zahlen Gold, um auf die Austauschliste zu kommen. Und dieses Gold drückt Bradley anschließend bei mir ab. Bist du dir sicher, dass du auch alles von dem Gold zu sehen bekommst? Nein, bin ich nicht. Ich müsste mir diese Liste mal ansehen. Hier ist Bradleys Sklavenliste. Als wenn das so einfach wäre. Sieht okay aus. Tja, Bradley scheint in Ordnung zu sein. Hier, für deine Mühe. Er klang jetzt auch. Am besten du bringst Bradley die Liste gleich wieder zurück. Das ist ja toll. Nicht sauer. Wo ist das Problem? Also hab ich nicht schon genug. Du hast sie ihm einfach gestohlen, oder was? Ja, mein Freund. Das ist dein Problem. Wegen der Söldner. Trano arbeitet wieder. Ist doch besser für ihn. Hier hast du deinen Lohn. Wenn er so weitermacht, wird das nie. Sandford hat nicht mehr sehr viel für dich übrig. Hat er das gesagt? Ja, war mehr als deutlich. Naja, solange er seine Arbeit macht, soll mir egal sein, was er von mir denkt. Okay, dann hatte ich da jetzt wohl alles berichtet, was ich im Moment weiß. Dir gebe ich jetzt deine Liste. Und du wirst mich wahrscheinlich verprügeln wollen. Liste. Was? Was wühlst du in meinen Sachen herum? Ich soll dir wohl das Fell über die Ohren ziehen. Mach doch, mach doch. Ach, halt's Maul. Du willst es wohl nicht anders, was? Komm her, Bürschchen. Gott, Mr. Schildheini, es geht wieder los. Leute, es gibt einen Kampf. Oh. Ich komme da halt echt nicht durch die Verteidigung. Aber vielleicht ist das auch nur, weil der ein Schild hat. Da habe ich nicht wirklich drauf geachtet, ob die anderen da weniger anfällig sind. Mehr anfällig sind. So rum. Marek, ich möchte jetzt ganz gern Armbrust die nächste Stufe lernen. Ich will die schwere Armbrust effektiver nutzen. Lerne die Geschwindigkeit von beweglichen Zielen einzuschätzen. Schieß in die Laufbahn des Zieles, dann wirst du es treffen und es dadurch auch in seiner Bewegung aufhalten. Wenn du mehrere Ziele hast, dann verschwende keine Zeit, sondern nagel alle Ziele mit gezielten Schüssen fest und strecke sie abwechselnd nieder. Würdest du mir
Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ja, es ist schon schneller, aber immer noch lahm. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ich weiß, Mann, ich weiß nichts. Das ist jetzt genug? Wir können später noch reden. Okay, dann können wir später noch reden, alles klar. Mächtiges Problem. Montera. Das aktuell. Gibt wieder Ärger. Töte die Kühe. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ja, dann müsste ich jetzt das Zeug im Endeffekt machen. Gut, aber dann beende ich die Folge an der Stelle. Das gibt doch nur wieder Ärger. Wenn ich die Folge beende, gibt das wahrscheinlich Ärger, ja. Aber it is what it is, ne? Gerade noch gefehlt. Ja, es tut mir leid, aber es kann nicht, ne? Also, der letzte Scheiß. Ja, ist okay, ich stelle mich jetzt hier weg. So, ich stelle mich jetzt hier hin. Hallo, lieber Ork. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Das reicht so langsam. Also, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich mit weniger Wölfen. In dem Sinne. Bis dann.